Dual Power ist seit kurzem draußen und es sind viele neue Karten drin, darunter auch eine Cyberdrachenkarte. Deswegen schauen wir uns jetzt mal ein paar Kombos dazu an. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, wir spielen hier Cyberdrache und ein paar Kombos. Dass das Deck OTK kann, ist auf jeden Fall, glaube ich, bekannt. Ja, wir zeigen hier jetzt erstmal einen guten First Turn, denn man sagt ja immer, ja, wenn du gegen Cyberdrachen spielst, lass es einfach going first gehen. Das Deck ist komplett aufgeschmissen. Ich sage, Leute, nein, Leute, es ist nicht so. So, und zwar, wir gucken uns das jetzt hier an und ganz einfach. Wir beschwören hier einfach Core, suchen uns jetzt halt einfach die Reparaturwerkstatt. Die brauchen wir, um später Galaxy Soldier zu haben. Maschinenduplizierung, wenn ihr Maschinenduplizierung habt, ist das quasi schon GG. Dann gehen wir halt in Sieger, um dann auch Reparaturwerkstatt zünden zu dürfen, um uns damit Galaxy Soldier zu suchen. Wie bereits gesagt. So, Galaxy Soldier Spezial beschwören wir jetzt, indem wir Herz abwerfen. Ganz wichtig, Leute, wir haben hier Kettenglieder und das ist ganz wichtig. Und zwar, der Soldier kann ja geasht werden und man kann einfach Herz als Kettenglied 2 machen, also Kettenglied 1 Soldier, Kettenglied 2 Herz. Schon ist man das gechained blockt und er kann nur noch Herz ashen, was jetzt nicht so gut wäre. Dann, also nicht so gut wie halt Soldier auf jeden Fall. Dann machen wir halt ganz normal weiter. Wir spezialbeschwören unseren Nächster, müssen dafür eine Karte abwerfen und dann haben wir ihn spezialbeschworen. Wir könnten jetzt theoretisch auch seinen Effekt nutzen, um einen Cyberdrachen bzw. ein Maschinenmonster vom Friedhof Spezial zu beschwören, also mit den gewissen Werten. Also er sagt ja, ein Monster mit 1200 ATK oder Def. Übrigens, Fun Fact, Mechaba, also Invoke Mechaba, kann man damit auch vom Friedhof Spezial beschwören. Ja, so, dann gehen wir jetzt damit aber in Summon Sorceress. Deswegen haben wir auch den Effekt nicht genutzt. Wir nutzen den Effekt nicht, damit wir einfach noch halt andere Links rufen können. So, und jetzt kommen wir hier halt und rufen uns einfach 4. Ja, es ist gar nicht explizit wichtig. Wichtig ist nur, dass wir einen Extender haben. Und genauso auch der Nächste war in diesem Fall ein Extender. Das erzähle ich gleich nochmal, wenn wir die Kombo nochmal anders spielen. Wichtig ist nämlich nur, dass ihr Extender habt. Es ist gar nicht so groß wichtig, dass es Cyberdrachenkarten sind oder whatever. Ihr könnt auch andere Karten spielen. Ihr könnt Instant Fusion spielen. Ihr könnt Sky Striker, whatever. Egal. Also man kann genug machen. Hier rufen wir jetzt mit Nova den Sieger wieder. Es ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen den Pfeil dort. Denn wir gehen jetzt mit diesen zwei Karten in Griff. Und Griffins Effekt nutzen wir, werfen eine Karte ab, um eine Karte zu setzen und um eine Karte zu ziehen. Super Top-Deck auf jeden Fall. Und dann können wir halt natürlich noch in unseren Infinity gehen. Und das ist dann unser Endboard. Wir hatten die ganze Zeit Call by the Grave für das Backup. Also haben wir jetzt hier folgendes Feld. Griffin, der alles negiert beim Gegner, also das spezial beschworene Monster. Und Infinity mit natürlich Sieger, der richtig schön boosten kann. Und dann noch für den nächsten Zug. Wird wahrscheinlich kaputt gemacht, aber haben wir noch. Und dann Call by the Grave, die auch gut als Eruption gilt. Und natürlich noch eine Handtrap. Ja, das ist so das First-Turn-Bild, wo man sagen kann, okay, damit muss man doch erstmal kämpfen. Und wenn man nur eine halb gute Hand hat, ist man auf jeden Fall gegen dieses Board ganz schön aufgeschmissen, kann man auf jeden Fall sagen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Kombo nochmal an, um sie nochmal genauer zu verdeutlichen. So, bei dieser Kombo jetzt haben wir diese Hand. Wir haben hier nur Nächster gezogen. Hier in diesem Fall fungiert er einfach nur als Cyberdrache. Er muss nämlich Cyberdrache heißen und mit Maschinenduplizierung funktionieren. Wir aktivieren Maschinenduplizierung. Hier kommt die Ash, was für uns kein Problem ist. Wir haben Call by the Grave. So, was soll die Ash da einfach? So, dann kommen unsere Cyberdrachen. Hier war ein kleiner Missklick auf jeden Fall dabei. Natürlich sucht man sich nicht den Emergency. So, wir gehen hier ganz normal jetzt einfach in unseren Sieger und dann können wir jetzt, nachdem wir diese Linkbeschwörung haben, mit Instant Fusion rufen. Und hier seht ihr, Leute, genau das meinte ich, ihr braucht einen Extender. In dieser Situation brauchen wir einfach einen Extender, denn wir müssen irgendwie auf Summon Sources kommen. Wir haben ja ein Link 2 Monster und brauchen noch ein Monster, um in Link 3 gehen zu können. Ihr braucht nur irgendeinen Extender. Wie gesagt, Instant Fusion. Wenn ihr mit Sky Striker gespielt hättet, hätte das auch geklappt. Oder andere Karten. Hättet ihr irgendein anderes Monster, was ihr spezial beschwören könnt, ist es egal. Ihr braucht nur irgendein Monster auf dem Feld. Wir nehmen hier der Instant Fusion und rufen sie. Warum wir übrigens nicht diese Karte nehmen, also Cyberdrache normal, um zu extendern, ist ganz wichtig. Wir brauchen das Level 5. Klar, Instant Fusion ist auch Level 5. In diesem Fall wäre es komplett egal gewesen. Aber wir brauchen ein Level 5. Und das ist halt extrem wichtig. Jetzt gehen wir halt weg in die Summon Sorceress. Summon Sorceress nutzt halt Effekt, um halt sich das, den Herz zu holen. Dann können wir halt den, zählt halt als nächster Extender, das ist unser nächster Extender. Da wir noch einen zweiten Level 5 brauchen, holen wir uns den einfach mit Drehsystem. Jetzt gehen wir halt in Nova. Nova holt sich jetzt einfach ganz normal halt den Sieger wieder. Und jetzt ist aber wichtig, wir holen uns den Sieger wieder und könnten ja ganz einfach in Griffin gehen. Und wir haben aber keine Hand, um den Effekt zu triggern. Deswegen gehen wir jetzt hier diesen Step zwischen und gehen in Linkuribo. Linkuribo lässt dann Herz triggern. Herz lässt uns Nächster adden, den wir eh abwerfen. Von daher ist das egal. Jetzt gehen wir wieder in Griffin, können halt einfach die abwerfen, um Call by the Grave again zu setzen. Ziehen noch eine Karte und
Oh mein Gott, ist das ein guter Top-Deck. Aber wie gesagt, es kann irgendeine Karte sein. Es kann auch einfach ein Brick sein. So, ab hier jetzt aber setzen wir und ja, komm Leute. Das ist einfach abnormal krass, das Feld. Das für Fristan übelst krass, natürlich auch wegen der Falle. Falls man genug Extender hat, kann man den Search, wenn man Core zum Beispiel hat, den Search natürlich auch nutzen und Overflow sich zu suchen. Ihr müsst dafür natürlich nicht sie hard drawn, ihr könnt sie auch suchen theoretisch. Und ja, das sind halt die First Boards auf jeden Fall dadurch, wenn man das Deck jetzt so spielt. Wie gesagt, die Combo ist gar nicht so sad, sie ist relativ leicht. Natürlich braucht die Maschinenduplizierung, das ist natürlich klar, um die voll ausschlachten zu können. Aber es geht ja darum, First Turn, dass man halt einfach was machen kann. Und auch ohne Griffin kann man auf jeden Fall immer Infinity mit Sieger legen und dann noch Backup oder so. Ist auf jeden Fall sehr stark. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal eine Combo, wie er richtig ausrastet. Und da kommen wir jetzt zu. So, hier haben wir eine richtig krasse Combo. Hierfür müsst ihr jedoch eine Karte mehr spielen, als ich jetzt in dem Bild davor gespielt habe. Eine Karte müsst ihr anders spielen und die kommen wir gleich zu welche. Für die Combo braucht ihr Overload Fusion, ihr braucht Maschinenduplizierung und den Core. Das ist natürlich wichtig. Ja, streng genommen kann man für Core natürlich auch einfach ein anderes Monster, wo es mit Maschinenduplizierung funktioniert. Und die Karte, die man Core suchen, zieht man einfach hart. Geht halt auch. Denn wir brauchen halt Network. Wir hätten Network auch einfach halt ziehen können, Starthand, dann brauchen wir natürlich nicht Core explizit, sondern könnten einfach Herz haben oder Nächster oder so. So, das ist auf jeden Fall die Karte, die wir jetzt zusätzlich spielen, habe ich eben vorhin nicht. Ich spiele jetzt hier kein Over, also die andere Feinkarte. Ich spiele jetzt hier diese Karte und die ist besonders wichtig. Warum, werdet ihr gleich sehen. Wir machen hier Maschinenduplizierung, das ist natürlich erstmal sehr klassisch. Wir haben Call by the Grave, falls die Handshop kommt, ist aber nicht da. Jetzt wichtig, Leute, ihr seht schon, hier war schon ein kleiner Fehlversuch. Hier ist wichtig, dass wir Sieger gehen mit den zwei Cyberdrachen, die wir haben, denn diese Level 5 sind besonders wichtig. Wir setzen unser Network, machen Overload Fusion und dann gehen wir in unseren Rampage Dragon. Und ja, mit dieser Karte können wir jetzt einfach unser Network schießen und Network erlaubt uns jetzt die zwei Cyberdrachen wiederzuholen. Easy, easy. So, jetzt haben wir diese Karten, legen jetzt den Effekt zwei Karten rein und hier ist wichtig, Herz und 4. Warum 4? Warum nicht irgendwie was anderes? Ganz wichtig, weil Herzeffekt kann nämlich ein Cyberdrache aus dem Friedhof die Hand holen. Cyberdrache 4 ist im Friedhof ein Cyberdrache. Und Cyberdrache 4 ist ein zusätzlicher Extender, in dem Sinne, dass wir ihn halt nochmal spezial beschwören können und halt nochmal ein Monster rufen können. Wir gehen in Nova, gehen jetzt erstmal linken hier das weg, um in Summon Sorceress zu gehen. Rufen den Galaxy Soldier, ist auch wichtig wegen Level 5 wieder. Wir können hier uns durch Nova ein Monster rufen. Dadurch, dass Sieger da ist, können wir viel spezial beschwören. Extender, 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 Leute. Dann gehen wir Summon Sorceress und unseren Extender, unseren Vierer in Griffin. Griffin ist da. Jetzt können wir uns was setzen, beziehungsweise auch eine Karte ziehen. Der Call by the Grave war nicht mehr so wichtig, weil Handtraps, also komm, der hätte es schon früher gekommen und er kann jetzt kaum noch interrupten. Also er hätte jetzt noch den Griffin kicken können, aber ja, sonst halt nichts mehr. Wir holen uns jetzt die Overload Fusion für den nächsten Zug als Backup, das heißt, die Karte muss auf jeden Fall geschossen werden, sonst geht's ab. Nächster, nochmal gute Follow-Plays, super Hand, also natürlich übelst krass. Hier gehen wir jetzt in unseren Paladin und ja, Leute, Paladin, Kirin-Effekt im gegnerischen Zug und dazu noch der Infinity. Und ich meine, komm Leute, Leute, was ist das für ein Feld? All das ist halt mega krass. Ist natürlich, wenn ihr Network spielt, ist die Frage, ob ihr Network spielen wollt, Main. Das ist halt so die kleine Frage an der ganzen Sache. Und natürlich muss man bedenken, man muss dafür Overload Fusion ziehen. Ist die Frage, spielt ihr sie einmal, zweimal, dreimal? Also spielt ihr irgendwie eine Möglichkeit, um auf Rampage Dragon zu kommen? Im Sinne von mit Overload Fusion ist halt die Frage, spielt ihr die Karte deswegen öfter? Oder sagt ihr, ich packe Network rein, falls ich Overload Fusion First Turn ziehe, habe ich einfach ein krasses Board, nämlich das hier. Ist halt die Frage, ob wir das wollen oder ob man sich sagt, naja, der Brick ist mir das doch nicht wert. Und ich spiele dann halt den First Turn, dass man halt nur diese drei Monster hat und halt kein Paladin dazu. Ja, so, das waren die kleinen Überblick von diesen Kombos. Falls ihr euch sagt, ey, das war ja richtig coole Kombos, gefällt mir. Ich will auch mal eine Deckliste dazu sehen und vielleicht doch ein paar Replays, die auch ausgespielt worden sind. Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann mache ich auf jeden Fall auch nochmal dazu ein Video mit Deckliste und Replays auf jeden Fall. Ja, was haltet ihr denn von der Kombo? Schreibt auch das mal in die Kommentare. Und falls ihr Bock habt, irgendwie Cyberdrachenkarten zu kaufen oder Cyberdrachen-Nexer zu kaufen, der ja doch schon ein gutes Impact auf dieses Deck hat und es sehr wichtig ist als Extender oder einfach für Late Game, sehr gute Karte auf jeden Fall. Dann könnt ihr einfach mal bei Junks Playground vorbeischauen, denn da bieten wir genau diese Karten alle an. Wir verkaufen sie bei Kartenmarkt, einfach Link unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!